Die Landung ist sanft. Das ist nicht so schlecht hier. Wir haben eine neue Entdeckung gemacht. Wo sind wir jetzt? In einem Land vor unserer Zeit? Schau, hier ist ein Spiegel. Ein Spiegel, der wird uns die Wahrheit erzählen. Ja. Spiegel, Spiegel, Spiegel. Du bist blass. Du blasser Spiegel. Lass uns mal wegrollen, den Spiegel. Okay, komm mit. Oh nein, er fällt. Komm, zusammen schaffen wir das. Ist der Spiegel zu einem schwarzen Loch geworden. Oh nein, Antimaterie zieht mich. Ich spüre, wie du kommst. Also ich finde das ja hier echt wahnsinnig spannend. Was hier alles so abgeht, diese Stadt, die macht mich total wahnsinnig. Erzähl mir, wie du hierher gelangt bist. Du, ich habe mich beworben und es glaubst du, es haben sich nur 11 Mohrrüben beworben. 11? Ja, 11 Mohrrüben. Und daran war ich, hatte da irgendwie eine gute Chance, weil ich komme ja aus Köln und die Nummer 11, weil ich bin ja die Schutzpatrone, die Schutzmöhre von Köln. Elfte? Ja, der elfte Schutzmöhre. Und dann habe ich das Glück der 11 gehabt und bin dann hier irgendwie eingeladen worden. Vom Sultan, persönlich. Wow. Ja. Und jetzt bin ich hier und ich kriege den Mund vor lauter Staunen nicht mehr zu. Das verstehe ich. Au, ich bin gefallen. Vorsicht, Vorsicht, das ist ja sehr gefährlich im Straßenverkehr. Au. Komm, komm, folge lieber mir, wir gehen einen Tee trinken. Oh ja. Ich habe hier so kleine Teebecherchen gesehen. Hier. Mmh. Ja. Die Eichel-Teebecherchen. Ja. Ja. Und hast du schon den Palast besucht? Nein, bitte führ mich hin. Der Palast, der ist am Sonntag immer total überfüllt mit Touristen. Lass uns lieber am Montag machen. Ist Montag nicht Ruhetag? Ja, deswegen meine ich ja, wir gehen da am Montag hin und dann können wir da richtig die Sau rauslassen. Alles klar. Und ich verrate ihm mal ins Geheime jetzt was. Verrate mir. Trau niemandem hier. Dann wirst du nämlich eingesperrt, wenn du deine Meinung sagst. Was? Ja, das ist hier eigentlich so alles ganz schön, aber trau niemandem. Das kann ich nicht. Damit kann ich nicht leben. Ich verstehe, was du meinst. Ich kann nur im Vertrauen leben. Trau mir. Ich kann dir nicht mehr trauen. Das war schon immer so hier. Die Leute haben sich dran gewöhnt. Durch einen Graben getrennt. Das stimmt. Wir sind sowieso durch unsere Nationalität getrennt. Ich werde jetzt nach der Wahrheit suchen. Komm, wir suchen die Wahrheit in den Wolken. Okay.